In dieser Folge des DJ Q&A geht es darum, was machst du, wenn dein Kunde nicht zahlt? Sei es jetzt mutwillig, dass er wirklich die Zahlung verweigert oder dass er eben das immer schleifen lässt, ja, sich lange nicht meldet und immer sagt, du kriegst es irgendwann und ja, und hey, wir machen es schon, aber es passiert nie was. Ja. Welche Schritte kannst du einleiten, um eben doch noch an deine Gage zu kommen? Abonnier den Kanal, nur dann verpasst du nichts. Wir haben einige Infos zusammengetragen, wie du eben doch noch an deine Gage kommen kannst. Deswegen dranbleiben bis zum Ende, lohnt sich. Und die Infos gibt es gleich nach dem Intro. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom DJ Q&A. Mein Name ist Patrick, ich bin der Gründer dieser Online Academy und wir haben wieder eine Frage bekommen und zwar diesmal, ja, schickt mir mal den Gagekalkulator, weil ich glaube, ich lege noch für viel zu wenig auf. Da ging es darum, dass derjenige eben unseren Gagekalkulator gerne bestellen möchte. Ja, insofern du daran Interesse hast an diesem Tool, melde dich hier auf YouTube oder auf anderen Social Media Kanälen. Das ist ein sehr komplexes Excel-Tool, das aber sehr simpel zu bedienen ist. Deswegen haben wir es erstellt, moderne Ausgaben und ja auch die Kosten für deine Dienstleistung im Prinzip, für dein Auflegen, alle zusammen kalkulieren kannst und so dann innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten im Handumdrehen deine Gage ausrechnen kannst, ja, die du mal mindestens verlangen solltest, denn darunter legst du sonst mit deinem Privatgeld drauf. Das dazu. Jetzt zur eigentlichen Frage, PS, was soll man tun, wenn man noch Geld bekommt vom Club, der es aber irgendwie nicht zahlen will, wenn man aber keine Rechnung gemacht hat? Und da kommt schon die zweite Frage, wie mache ich eine Rechnung, wenn ich das Auflegen nur nebenbei mache? Ja, die Antwort dazu, auch Privatpersonen könnten vereinzelte Rechnungen schreiben, ja, logischerweise nicht am laufenden Band, über Millionen von Euro, aber kann man mal machen, ein bisschen platt gesagt. Müsst ihr natürlich auch bei der Steuer einreichen, aber das ist kein Problem. Mehr Infos dazu unter diesem Link. Wie immer werdet ihr nachher auch die Präsentation kostenlos in der Videobeschreibung finden. Könnt ihr euch ziehen, ja, oder ihr tippt den Link einfach ab, wie ihr es gerne hättet. Ja, da ist dann natürlich keine Mehrwertsteuer oder sowas dabei, aber eine ganz simple Rechnung mit allen, ja, Infos, die eine normale Rechnung halt so braucht, mit Anschrift und so weiter und so fort. Wenn ihr dazu ein Video wollt, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wissen wollt, wie eine Rechnung aufgebaut sein muss. Aber eben zur Info, auch Privatpersonen können eine Rechnung stellen, weil derjenige leider noch kein Gewerbe angemeldet hat, obwohl er auch schon Geld fürs Auflegen bekommt. Ja, Rechtsanwalt kann man auf jeden Fall machen, ist ein gutes Recht. Aber ist die Frage, ob du dann sozusagen Rufschädigung erleidest in der Szene, weil eben dann rumgeht, dass du ein Anstifter bist, obwohl es dein Recht ist. Ja, wenn du dir damit halt deine zukünftige Karriere verbaust, musst du überlegen, ob es dir das wert ist. Und mit dem Auftraggeber sind dann ziemlich sicher zukünftige Aufträge passé. Ja. Deswegen ist ein legitimes Mittel, kann man machen. Überleg halt, ob es dir das wert ist, weil du musst den Rechtsanwalt logischerweise auch erstmal bezahlen. Und das ist natürlich auch immer ein bürokratischer Aufwand und alles, ja. Das ist die Frage, ob sich deswegen eine Gage von 50 Euro oder so lohnt. Ja, kann schon viel Geld sein, keine Frage. Aber wenn der Rechtsanwalt ein paar hundert Euro kostet und da Tage ins Land ziehen, dann kannst du auch mit einem Minijob innerhalb kürzester Zeit nochmal wieder mehr Geld verdienen. Ja, wir empfehlen aber trotzdem auf jeden Fall eine Gewerbeanmeldung. Die kostet nämlich nur 10 bis 40 Euro einmalig, je nachdem in welchem Kreis du wohnst. Ist zwar ein bisschen Bürokratie, ja, du musst dann auch einen Steuerbescheid ausfüllen. Es hält sich aber alles in Grenzen. Ja. Dazu können wir gerne auch nochmal ein Video machen. Wenn ihr euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Und dann kannst du eben auch richtig offiziell ordentlich Rechnungen schreiben. Ja, und dann wirst du vor dem Gig die Rechnung aufsetzen mit allen Daten, die abgemacht waren vorher. Druckst die aus in zweifacher Ausführung, nimmst es mit zum Gig, legst die beide vor. Da ist deine Unterschrift und nebendran ist noch Platz für seine, sag ich jetzt einfach mal, wenn es ein Er ist, der dich da bucht, Platz für seine Unterschrift. Ja, und dann soll er direkt noch da vor Ort unterschreiben, hier, ne, passt mit der Rechnung, ein Exemplar bleibt da, ein Exemplar nimmst du mit und entweder hoffentlich geht es dann direkt dort klar mit der Gage
Und wenn nicht, dann hast du dieses unterschriebene Schriftstück in der Hand mit allen Daten, ja, wo drauf steht, hier die und die Gage ist abgemacht und ja, hast die leider nicht bekommen. Und dann bist du auch in einer besseren Verhandlungsposition als wie jetzt, ja, dass du noch kein Gewerbe hast, überhaupt noch keine Rechnung überhaupt dafür geschrieben hast. Und ja, du in Anführungszeichen leider auch noch in einer ziemlichen Anfängerposition bist, wo anscheinend dein Auftraggeber auch meint, der könnte mit dir machen, was er will. Das ist definitiv sehr uncool, ja, finde ich eine richtig asoziale Aktion und Einstellung, muss man ganz klar sagen. Ja, es ist leider Alltag heutzutage, da sehr viele DJs aktiv sind und ja, deswegen die Alternativen mannigfaltig sind und deswegen auch leider nicht so hohe Gagen gezahlt werden müssen, sagen wir es mal so, von den Clubbesitzern, weil das halt vor allem ein Problem im Clubbereich ist. Ja, aber ich hoffe, du kriegst das geregelt. Du kannst dich auch gerne nochmal melden, wenn du dieses Video hier siehst. Und ich hoffe, dass dir das geholfen hat. Wie gesagt, du kannst immer noch eine Rechnung schreiben und du kannst genauso auch den Rechtsweg gehen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hat dir geholfen. Insofern es der Fall ist, dann teile es mit deinen Freunden und Kollegen, damit auch die die Infos bekommen. Und wie bereits erwähnt, die Präsentation dieser Folge findest du in der Videobeschreibung, den Link dazu, wo eine große Datei ist, eben mit allen anderen DJ Q&A-Folgen genauso. Ja, also ein Riesendatei mit allen Inhalten, kannst du direkt kostenlos runterziehen. Und ansonsten, wie immer, am Ende unserer Videos nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.